Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir waren ja im letzten Part fleißig dabei, hier das Minental weiter zu erforschen. Und alles, was man so wegmeddeln kann, wegzumeddeln, da machen wir dann heute auch munter weiter. Also wir arbeiten uns mal vorsichtig weiter vor. Ich habe mich gerade fleißig durch eure ganzen Kommentare durchgeackert. Und auch da werden wir gleich noch drauf eingehen. Oh, es sind mehrere. Oh, ich hab den Schamanen nicht gesehen. Oh, oh, warte, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Mir wurde gesagt, ich soll gegen Gegnergruppen mal lieber mit der Kralle arbeiten. Holy shit, die hat aber richtig reingezimmert. Also mir wurde gesagt, bei größeren Gegnergruppen bin ich ja immer so einer, da bleibe ich beim Bogen, weil wir spielen ja primär Bogen. Das ist auch weiterhin das Ding, also wir bleiben Bogenkämpfer. Aber wenn es eng wird und viele Leute aufeinander hauen, dann sollte ich doch lieber mit der Kralle arbeiten. Und die gerade eben hat zumindest ordentlich geäumelt. Das war jetzt nicht, also das war jetzt unerwartet übel. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Also ich gehe jetzt auch, kam auch so ein Thema mit den Lernpunkten. Wir sind soweit quasi ja durch erstmal mit dem, was ich an Decks erreichen wollte. Kann man natürlich immer noch weitermachen, so ist ja nicht. Diego lernt uns wohl auch noch mehr. Also über 90, ich bin immer zu Laris gelatscht, aber Diego zum Beispiel kann uns da noch mehr beibringen. Insofern ist da noch nicht Ende. Wir werden aber jetzt, glaube ich, trotzdem erstmal ein bisschen in Einhand und Stärke gehen. Einfach, um das auch noch ein bisschen zu verbessern. Wieso nicht? Ne? Nur so ein bisschen, dass man so einen Basic-Wert noch irgendwie da hinkriegt. Ne? Wobei wir da eigentlich auch Decks weiterballern können. Eigentlich brauchen wir nur Einhand und Decks. Stärke brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich wüsste nicht, wofür. Mit der Kralle brauchen wir es nicht. Und eine andere Waffe als die Kralle nutze ich eh nicht. Insofern, eigentlich egal. Ja, so werden wir weitermachen. Das ist wohl so der Plan. So. Irgendwie stehe ich kacke. So ist besser. Moin. Komm und Rando. Ja, ja. Oh, oh. Aber ihr seht, man kommt halt mit dem Bogen gut voran und wir bleiben primär auch mit dem Bogen unterwegs. Darauf haben wir ja geskillt, das ist irgendwie, damit ihr nur Bescheid wisst, wir bleiben weiterhin natürlich primär Bogenkämpfer. Die Kralle ist dann nur unsere Notfalloption. Für die Gegner, wo der Bogen nicht effektiv ist, zum Beispiel so Trolle und sowas, da klappt es halt einfach nicht gut. Ja. Oder wenn wir geforst in den Close Combat müssen, dann ist die Kralle auch gut. Das ist so der Plan. Ja, was war sonst noch los? Ihr habt ein bisschen drüber diskutiert, wo wir die nächste Drachenjägerrüstung bekommen. Ich dachte, wir hätten schon die mittlere, aber wir sind erst bei der einfachen, wie mir dann durch euch aufgefallen ist. Wollen wir mal schauen. Wir haben die leichte Drachenjägerrüstung. Irre. Ja? Die mittlere bekommen wir von Jan in der Burg. Der braucht aber dafür wohl noch 20 Schuppen, Drachenschuppen. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, dann jetzt demnächst auch mal gegen den Drachen zu kämpfen. Dum, 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 dum. Aber auch da mache ich mir nicht mehr so wirklich Sorgen. Na? Auch Drachensnapper, kein Ding mehr. Das läuft, Leute, das läuft. Ich bin auf den ersten Drachen wirklich gespannt, so kampfmäßig. Ja, guck mal, hier war mal die Brücke. Die ist jetzt inzwischen kaputt. Hier ging es rüber in das Orkdorf, wenn ihr euch noch erinnert. Ne? Aber da scheint der Zugang jetzt verwehrt zu sein. Zumindest aktuell noch. Gut. Gehen wir weiter da lang. Wir schauen uns, wie gesagt, jetzt erstmal noch hier um in der Gegend, bevor wir weitermachen. Bringen mal um, was man noch umbringen kann. Ah, guck mal hier. Hi. Ihr habt das im Griff da, ne? Ja, die haben das im Griff, die Leute. Die haben das im Griff. Da will ich mal lieber nicht rein. Wobei, warte. Nicht den... Oh, Krieger. Oh. Okay, da sind echt jetzt ein paar Leute gestorben, die vielleicht nicht unbedingt hätten sterben sollen. Ich. Hier Fayette, das wundert mich jetzt ein bisschen, dass der jetzt im Eimer ist, aber ist okay, es ist passiert. Bilgold hat es auch nicht geschafft. Seine größte Angst ist dann doch noch wahr geworden. Was ist mit ihm da oben los? Okay, er ist sich nicht so ganz sicher, was abgeht mit ihm. Ich loote dann mal ein bisschen. Haben die Orks ihn einfach platt gemacht? Verrückt. Ah, das Minental, das ist, ne? Gnadenlos, sag ich mal. Gnadenlos. So, moin da oben. Können wir ein bisschen miteinander reden? Er ist unentschlossen. Na gut. Können wir vielleicht noch miteinander reden? Jergan. Hey.
Es wäre verdammt schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Her damit. Zack. Jawohl, was muss ich über diese Gegend hier wissen? Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Habe ich mir fast gedacht. Gut. Weitermachen, Bruder. Ah, hier, doch, da ging es gerade. Mal sehen, warte. Ja? Nochmal? Warte mal. Warte mal! Wie ist die Situation? Wie ist eure Situation hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Didis Kampfgeist ist es. So, weitermachen, ne? So, was ist hier noch los? Hier waren, glaube ich, nur Buddler. Oh, mal, kann ich mal gucken. Bad. Hey. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Oder Warane oder die Orks. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Mann, das sind ja schöne Aussichten. Oh Gott. Unsere toten Körper verspeisen. Ja, ich möchte nicht, dass jemand meinen toten Körper verspeist. Da bin ich ehrlich. So, wo sind wir denn dran? 84. Letztes Mal habe ich vergessen zu speichern. Da haben wir die ganze Folge ohne einmal Zwischensafen überlebt. Das war knapp, aber ging. So, wie viele Drachensnapper sind das? 2, ne? Das sollte ich hinkriegen. Heieiei, knapp, aber ging, ne? So, ich glaube, mit T kann ich eine Fackel anmachen. Wunderbar. Better Torches. Grüße gehen raus. So, erstmal umschauen. Hier haben wir noch ein bisschen Sumpfkraut am Start. Noch mehr Sumpfkraut am Start. Okay. Ja, also wie gesagt, heute gucken wir uns erstmal noch alles an. Kurz mal um. Wir müssen ja noch ein bisschen mit den Leuten quatschen. Auch in den alten Gebieten. Da hat sich durch Kapitel 4 wohl ein bisschen was aufgetan. Wir werden auf jeden Fall nochmal zum Kloster gehen. Das ist auch der Plan. Da hatte der Falke noch eine gute Idee. Das sieht verdächtig aus. Warte mal, ich mach mal den weg und dann auf geht's. Ich schwimm da mal eben hin. Höchst verdächtig, sag ich euch. Eine Belia-Statue. Wenn wir dann schon mal da sind, können wir die Dings mal upgraden, ne? Die Klaue Belias verbessern. Dings. Dankeschön. Weitermachen, ne? Also ich höre irgendwas. Ich weiß nicht, es könnten Harpien sein. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas geht ab. Auf jeden Fall. Lederbeutel. Scheint langsam auch wieder morgen zu werden, so ganz langsam. Ich gehe mal vorsichtig in Richtung Sardas Turm. Da oben ist auf jeden Fall schon mal eine Blutfliege, die auf uns lauert. Ein Suchender. Gibt's sie auch noch? Noch einer. Süß, oder? Sind die noch da? Ja, moin. Habt ihr euch bei Xaras Turm niedergelassen, hä? Ich als Xaras-Fan muss natürlich mir den Turm jetzt erstmal ansehen. Da ist noch ein Suchender. Da auch noch. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist, aber irgendwas geht hier ab. Ich glaube, es ist im Turm. Wir gehen jetzt einfach mal in den Turm gleich mal rein. Vorher ruhig noch mal ein bisschen was in die Figur reinatmen zum Heilen. Warum nicht, ne? Man will ja nicht geizen jetzt, ne? So ist das ja nicht. So, so, komm hier. Okay, let's go. Alter, wie der weggerutscht ist und weswegen mein Pfeil nicht getroffen hat. Unfassbar.
Ich habe keine Ahnung, was hier für ein Clusterfuck am Abgehen ist, aber egal. Ich habe mich darum gekümmert, ja? So, dann schauen wir uns doch erstmal um. Hier ist noch eine Spruchrolle. Ein paar tote Harpien. Dann haben wir hier noch einen Trank. Eine goldene Halskette. Okay. Xar, das alte Turm, hä? Lang ist es her, dass wir hier waren, Leute. Lang ist es her. Irgendwie schon crazy. Gut, einmal ein paar Tränke rein. Und dann soll es auch schon weitergehen, ne? Was haben wir denn hier noch? Okay, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, zweimal links, rechts, okay. Ein Mana-Essenz, Schwefel und ein Fisch, ohne eine Botschaft drinne. Ganz regulärer, normaler Fisch. Kennt man ja kaum noch so von Gothic. So, wir arbeiten uns vorsichtig weiter hoch. Irgendwie sieht die Treppe anders aus als früher, oder? Ich habe das Gefühl. Weiß nicht warum. Oh oh. Ich weiß nicht, ob der Dämon böse ist. Das sehen wir dann ja gleich. Ja, ist der. Hier wäre jetzt die Kralle wieder eine bessere Wahl gewesen. Ich höre euch schon in den Kommentaren. Ein Paladinschwert. Schwefel. Eine Truhe. Hier, dafür ist das Pentagramm diesmal jetzt in 3D. Früher war das einfach nur eine Textur auf dem Boden. Das ist jetzt so ein bisschen gebumpmappt. Das könnte natürlich aber auch an meiner... an meinen Mods liegen. Meisterdegen! Guck mal, da hätten wir den gratis gekriegt, ne? Da hätten wir ihn jetzt gratis bekommen. Damals eine Menge Geld dafür bezahlt, ne? Ich weiß nicht, was dahinter ist. Es sieht gruselig aus. Gehen wir nicht hin. Pennen wir jetzt einfach mal kurz bis zum nächsten Morgen. Dann ist es wieder schön hell. Der Regen ist dann auch nah. So, dann würde ich sagen, gehen wir schön. Schön den Rest hier noch hoch. Oh, warte, ich muss die Klaue wieder ausrüsten. Betty, Meisterdegen. Klaue Belias. Okay. Der Dämone... Oh, ein Herz eines Dämonen. Lecker. Der Dämon hätte mal so eine Rolle droppen sollen, wo man ihn wieder beschwören kann. Das wäre dann gleich für die Drachen ganz nice. Gletscherquarz. Pech. Okay, der Turm ist ja noch nicht durch. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal weiter hoch, oder was? Erstmal wieder zwischenspeichern. Du never know, was da oben gleich abgeht, ne? Wer weiß, was da oben gleich auf uns lauert. Ich nehme mal diesmal das Schwert, komm. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mal ernsthaft, ich habe das Gefühl, mit dem Bogen wäre ich da gerade doch besser drauf dran gewesen. Deswegen, ich verpiss mich mal wieder, ich gehe kurz pennen wieder. Also ich hoffe, die begleiten mich nicht bis nach ganz unten. Lass mich in Ruhe! Ja, ja, sag das mal ruhig. Ich komme auch nochmal gleich mit dem Bogen wieder, glaub mir. Da
bin ich einfach besser drauf. Macht halt mehr Damage. Bei der Kralle momentan lebe ich sehr viel mit einem Bonusschaden. Wenn der dann kickt er ordentlich. Süß, ne? Oder? Ist jetzt hier noch einer? Ah, da kommt ein Skelett noch. Chuck, siehst du, das ist halt dann doch. Ist halt schnell und endgültig, ne? So, was haben wir denn hier? Eine Rune. Noch eine Rune. Erzbrocken. Schwarzes Erz. Das ist, glaube ich, so eine Dämonenbeschwörer-Spruchrolle. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das wird noch handy werden. Kann ich hier was Schönes lesen? Und Innos sprach. Okay. Held, hörst du auch wieder auf? Okay, danke. War ja nur ein Versuch wert. Mehr scheint hier nicht zu sein. Aber schön, dass man den alten Turm von Xardas nochmal wieder besucht. Eben hier nochmal gucken. Hier ist nichts, außer eine schöne Aussicht auf die Gegend. Genießt die Optik. Sehr schön, da oben kann man auch hin. Aber da ist jetzt, wie gesagt, ein Drache. Da ist noch eine Blutfliege, um die kümmern wir uns gleich, ne? So, ja gut, dann können wir wieder runter. Dann sind wir durch. Gut. Xardas alter Turm, check. Rostiger Zweihänder, das nehme ich natürlich mit. Ne, auch Kleinvieh macht Mist, ja. Das ist wichtig. Richtig und wichtig. Mann, 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 da wird einem schon so ein bisschen schwindelig jetzt hier, ne? So. Alter, was ist denn jetzt los? Wo kommst du denn her? Ist er runtergefallen oder was? Gut. So, dann schauen wir uns jetzt hier nochmal um. Hier ist noch so ein kleiner, süßer See. Der sieht primär muggelig aus. Was ist da hinten? Mal einen Bogen rausholen, um zu scannen, ob wir Gegner sehen können. Aber es sieht sehr ruhig aus. Hier haben wir einen, hier gibt es Flügel. Weiß ich, sieht ein bisschen aus wie ein... Wie ein Friedhof, der... Fliegen. Gehirnaussetzer, Alter. Wie heißt die denn? Blutfliegen, jetzt hab ich's. Friedhof der Blutfliegen. Oh, oh. Guck mal, da kann man runter. Feuerbaran. Los, komm, komm, komm. Super, trau dich. Du. Wo geht das hier hin? Eben nochmal kurz gucken. Oh, noch mehr Feuerwarane. Sehr viele Feuerwarane. Da speichere ich doch lieber einmal ab, nicht wahr? Okay, das hat geklappt. Noch mehr oder waren das nur die beiden? Scheinen nur die beiden gewesen zu sein. Gut. Eine Steintafel. Geil. Als Steintafel. Ein Lederbeutel. Noch eine Spruchrolle. Ich habe aktuell keinen Plan, wo ich bin. Ich bin irgendwo hochgelatscht und jetzt laufen wir halt rum. Aber bis jetzt war es lohnend. Insofern beschwere ich mich mal nicht. Was sehe ich da hinten? Hier ist irgendwie eine Mine. Ich glaube, das ist die Mine auch, wo wir hin müssen. Da müssen wir diese besonderen Drachen, Snapper, irgendwas klauen, sammeln. Eine Sichel. Sehr schön, guck mal da. Da gehen wir dann gleich hin. So, meine Lieben. Ihr hört den Hahnkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.